ist endlich wieder soweit. Es ist Sarah Time. Heute habe ich ein neues Video für euch. Und zwar werde ich heute das Geheimnis lösen, was ich so in meiner Handtasche so mit mir jeden Tag rumschleppe. Diese Handtasche wiegt echt viel und ich zeige euch, was sich da Tag für Tag da drinne so befindet. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und klickt doch mal oben in das i rein. Ich glaube, das ist hier oben oder hier oben, ja. Da habe ich immer eine Umfrage mit drinne oder eine Frage und verlinke euch auch immer meine letzten Videos mit rein, die ihr natürlich auch nicht verpassen dürft und noch anschauen müsst, ja, falls ihr es nicht schon getan habt, ja. Und lasst natürlich ein Like da, kommentiert fleißig und wir legen jetzt los. Zuerst einmal, was die Frauen wahrscheinlich gleich mal interessiert. Diese Handtasche ist von Norell. Die habe ich in München gekauft, im EGB Store. Das ist einfach meine Lieblingshandtasche, weil sie schwarz ist, sie macht was her, sie hat ein bisschen was mit Gold mit drin. Es gibt aber auch solche Handtaschen auch bei H&M, da habe ich auch eine mit ganz vielen Franzen. Also diese Taschen gehen einfach immer und jeden Tag. Ja, dann gucken wir mal rein. Also was ganz, ganz wichtig ist, ich habe immer, wirklich immer mein Portemonnaie mit drin. Leider fehlt immer das Geld da drin. Was habe ich jetzt drin? Das ist alles, was ich drin habe. Und das sind genau 46 Cent, ja. Aber für was hat man denn eine Kreditkarte oder eine Bankkarte? Ich zahle ganz gerne bargeldlos. Weil wenn ich Bargeld da drin habe, dann ist es immer gleich irgendwie weg. Ja. So, diese Tasche ist sehr, sehr unordentlich, weil ich habe sie jetzt nicht extra gepackt und sowas. Es ist auch sehr viel Müll drin. Süßigkeitenpapier. Hey, kennt ihr die Kikis? Die sind aus Kroatien und ich habe die erst im Rewe-Supermarkt entdeckt. Die sind so, so lecker. Also falls ihr die mal findet, ihr müsst da eine Packung kaufen. Die sind mega lecker. Ja, dann habe ich Sonnenbrillen drin. Einmal hier, eine Ray-Ban-Packung, ist aber keine Ray-Ban, die ist von Carolina Lempke, die habe ich in Barcelona gekauft. Geil, oder? Ich glaube, ich habe noch mal eine drin. Ja, ich habe noch mal eine drin. Ich glaube, diese Brille hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Die hier, die habe ich aus irgendeinem kleinen also so einem kleinen Laden aus München. Das sieht man voll, dieses Kreis, was ich da vorne dran habe. Mein Licht, damit ihr mich seht, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall, diese Brille hat, glaube ich, nur so 7, 8 Euro gekostet. Also wenn ihr da irgendwo seid, wo so ein Ständer ist mit lauter Sonnenbrillen, guckt da mal durch, da ist immer echt was ganz Schönes dabei. So, dann habe ich immer eine Haarbürste dabei. Okay, da hängen halt dann immer Haare drin und die liegen dann irgendwann in der Handtasche drin herum. Das heißt, ich muss ab und zu wirklich die Handtasche komplett ausleeren und ausschütteln, damit der ganze Dreck wieder draußen ist. So, dann, was ich auch immer drin habe, das liegt ja jetzt so lose drin rum. Tabletten, und zwar Kopfschmerztabletten. Ich habe ziemlich häufig Kopfschmerzen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber so alle zwei Wochen, einmal in der Woche habe ich Kopfschmerzen und dann nehme ich immer Ibuprofen, die helfen immer ganz, ganz schnell. Deswegen habe ich immer welche in meiner Tasche, wenn ich Kopfweh habe, dann muss ich sofort was nehmen, weil sonst schalte ich es nicht aus. So, dann habe ich meinen Hausschlüssel drin. Was hängt denn da alles dran? So. Also mein Autoschlüssel ist extra, bitte. Der ist jetzt, glaube ich, hier gar nicht drin. Den hat der Domi wieder eingesteckt. Also guck mal, hier habe ich so ein Herz. Seht ihr das? Da steht Love und die andere Seite hat Dominic. Da steht dann You. Da haben wir Hausschlüssel, einen Briefkastenschlüssel. Das habe ich aus Hollywood. Mein Hollywood-Sternchen. Bisschen träumen darf man ja wohl. Und diese drei habe ich auch von Domi bekommen. Das ist Mickey Mouse, Minnie Mouse und ein Herzchen. Ja, das habe ich mir letztes Jahr aus Miami mitgebracht. Und dann habe ich noch eins von meiner Freundin dran. Das hat sie mir aus Hawaii mitgebracht. Ein Flipflop. Ja, und das sammelt sich halt hier so an, weil relativ wenig ist jetzt gerade noch. Ja, mein Schlüssel. Mein Lieblingsparfüm ist mit dabei. Da ist jetzt wirklich nur noch ganz wenig drin, aber ich liebe dieses Parfum. Das ist das Prada Candy und das ist halt für den Alltag einfach so mega geil. I love this. Vielleicht habt ihr das auch daheim, gell? Dann könnt ihr das nachvollziehen. Und wenn nicht,
Hier, eine Prise an euch. Riecht ihr das? Ist mega geil. So, dann habe ich immer meine Kosmetiktasche mit dabei. Die haben meine Mädels mir mal geschenkt. Die ist von Victoria's Secret. Und da habe ich immer so dieses Make-up dabei, was ich immer so brauche. Okay, das ist jetzt ziemlich leer da drin. Es ist ein Pinsel mit drin. Ich lege das mal auf die Seite. Verschiedene Lippenstifte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich glaube, da drin war nochmal einer. 7. Ja, das war's. 7 Lippenstifte. Und zwar ein Labello. Der ist von Maybelline. Den habe ich dabei. Einfach damit die Lippen feucht sind, ein bisschen öliger sind. Auch diese hier habe ich immer mit dabei, der Eos. Ja, einfach für die Lippen, wie alles. Dann habe ich von Kiko ein Lippenvolumen mit drin. Ist immer ganz cool, so unterm Lippenstift das hinzumachen. Und dann habe ich meine MAC Lippenstifte. Das ist mein absoluter Lieblings-MAC Lippenstift. Ja, den trage ich auch sehr, sehr häufig. Das ist so ein Nude-Ton und der heißt Myth. M-Y-T-H, Satin. Also ich hoffe, dass es der ist. Ja, ich verlinke den auf jeden Fall unten nochmal in die Infobox. Der ist so geil, weil ihr mich immer fragt, was ich auch drauf habe. Das ist meistens der hier mit ein bisschen Gloss drüber. Das ist der gleiche. Ja, Myth. Ja. Also ich habe zweimal in der Handtasche drin. Dann habe ich einen von Kiko, das ist auch ein Newton. Ein braun, also ein bisschen bräunlicher. Der ist auch sehr schön. Der hat die Nummer 600. Den verlinke ich auf jeden Fall auch drunter. Ich mag den auch sehr. Und dann habe ich einen krassen Lipgloss. Den habe ich mir jetzt erst gekauft am Flughafen bei MAC in München. Und der ist so krass, Leute. Den tue ich da drauf. Und schaut mal, wie matt der ist. Also wie der deckend ist. Der ist auf den Lippen so ultra krass. Aber den kann man halt nicht jeden Tag tragen. Seht ihr das? Verrückt, oder? Und der trocknet jetzt und dann wird der richtig, richtig matt. Also das wäre es halt immer gut, wenn man dann so einen Lipbalsam auf jeden Fall noch drunter trägt. Ja, und so viel ist dann nicht mehr drin. Noch ein paar Lipliner, noch ein Pinsel, falls ich die Lippen irgendwie noch ein bisschen einarbeiten muss. OBs, ein Armreif. Oh! Oh! 30 Cent. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Da ist noch eine kleine Pinzette drin und ein Haargummi. Und noch ein kleines Parfum. Also so Scheißdreck einfach, was ich da drin so anräume. Dann habe ich hier noch ein Haargummi. Das ist immer gut, wenn man einen dabei hat. Was da alles drin rumfährt, ey. Witzig. Ja, dann machen wir mal weiter. Ach, hier drin liegt noch ein Bronzer von Benefit, Hoola, der ist sehr, sehr zu empfehlen. Ja, ich habe den jetzt erst gekauft und ich bin so mega zufrieden, weil der das nicht mehr so stark macht. Ihr habt euch ja auch beschwert, bis immer bei meinen Make-up-Tutorials, dass das immer zu krass ist, so ich soll nichts übertreiben. Und mit dem funktioniert das ganz gut. Also auf meinem nächsten Make-up-Tutorial achte ich da ein bisschen drauf, weil ich nehme mir alle Tipps, die ihr mir gebt, ja, die nehme ich auch ernst und an und ich lerne ja dadurch auch nur und ich denke, da wird mein Make-up und meine Make-up-Tutorials auch von Mal zu Mal immer besser. Ja, dann habe ich hier drin ein iPhone-Ladegerät und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube, ich täusche mich nicht, habe ich eine Powerbank dabei, ja, falls mein Akku leer geht und ich nicht mehr snappen kann, dann habe ich immer eine Powerbank dabei, um nochmal Akku zu haben. Und wenn nicht, halt dann mein Ladekabel irgendwo in irgendeinen Kaffee reinspringe. Ich kann ihn einstecken. Und dann habe ich wieder Akku für euch. Ja, scheiße, was ist da alles noch drin? Ein Deo. Ja, man sollte sowas immer dabei haben. It's very important. Dann habe ich einen Stein da drinnen. Witzigerweise, das ist ein Glücksstein von der Straße, ja. Den habe ich von Dommys kleinen Bruder bekommen und der hat den mir voller Überzeugung gegeben und hat gesagt, das ist ein Glücksstein und seitdem ist er meine Handtasche. Und ich glaube, er bringt auch Glück. Ja, das war's schon fast. Dann noch ein Papier von dem Glückskeks, weil ich gestern beim Asiaten war. Ein Kuli.
Und noch ein Beleg. Ah, das ist der Beleg vom Asiaten gestern, 41 Euro. Und nochmal ein Kugelschreiber. Ja, das war's, Leute. Das war meine Tasche, die ist jetzt leer. Ja, so, ich, also natürlich was ganz Wichtiges ist mein Handy, gell? Also mein Handy ist da immer drin, ne? Aber dadurch, dass ich jetzt daheim sitze, ist es jetzt nicht da drin, ne? Aber das ist natürlich immer mit am Start. Aber na, jetzt rufe ich hier schon jemand an. Ja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt ganz genau, was sich so in meiner Handtasche befindet. Also es lohnt sich nicht, mich zu überfallen. Außer ihr braucht natürlich ein paar geile Lippenstifte, dann empfiehlt sich das natürlich. Und dann wisst ihr auch, wo es drin ist. Also dann reduziert euren Überfall bitte auf diese Hand, auf diese Tasche, okay? Und lasst mir den Rest bitte drinnen. Gut, jetzt habe ich gelabert. Ich sehe gerade sehr, sehr lange. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst natürlich Daumen nach oben. Ich sag's euch nochmal und ich drehe hier jetzt heute fleißig noch mit dem Domi ein Video, eine Challenge, weil ihr das euch so gewünscht habt. Und es folgen natürlich auch noch weitere Dinge, auch im Bereich Fitness. Wir sind schon fleißig am Notieren und Machen und Tun, was wir denn euch da alles zeigen können. Ihr könnt immer wieder gerne Tipps unten reinschreiben in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Und dann bekommt ihr das auch. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder soweit ist. One.